Hallöchen und herzlich willkommen zur Sturmschildverteidigung 1 in Twin Peaks mit Charocke. Hi. Und den Sleepless. Lass ruhig Hallo sagen, Sleepless. Achso, moin moin. Moin moin. Ich hab bei mir gedeckt, sorry. Ah, okay, alles gut. Und sein Kumpel, und zwar Pat Finn Matt oder sowas. XXL Matt. Ja, aber gerade nicht im Discord. Warum schmeißt er mir denn Schattenkristalle? Behalte die. Er hat sie mir jetzt gerade hier hingeschmissen. Behalte die. Nein, nimm. Ja, dann nehme ich es halt. So, bedanken wir uns noch. So. Gescampt. Alle gesehen, hat gescampt. Ich verlasse jetzt die Gruppe. Hat gescampt. Hat man auch gesehen. So, ich starte jetzt. Zack. Und Schild erweitern. So. Ja. Drei Wellen. Süden. Oh, so, jetzt probiere ich es nochmal, ob ich den hier hinsetzen kann. Nein, geht nicht. Okay, alles klar. So, Base bauen. Und so schnell wie möglich abfangen, die ganze Kacke. Oh, na Tor, jetzt kommt natürlich. Wasser. Wie war das mit Feuergegnern? Aha. Ja, es kommt natürlich Wassergegner, ne? So, kommen halt Wassergegner. Ja, mein Gott, dann ist es halt so. Ich habe eine Naturwaffe. Alles gut. Zwar noch nicht auf 106, aber ist okay. Ja. Einfach nur reinhalten, oder? Ist doch wirklich hier nur reines Reinhalten. So, hin und wieder mal das hier. Moment mal, Teddy ist weg. Macht ihn so fett. Die euren Hexen, ja. Ja, die schießen nur Mick ab. Das ist gut. Wolle kann noch hinhalten! Die Milligan macht's. Toll, die kommen ja noch nicht mal zum Fallengang. Aber die euren Hexen ja, die sind echt nervig. Die schießen mir die komplette Hütte bei denen ja. Mal weg hier aus dem Weg mit euch. Wir müssen gleich mal aufpassen, gleich kommen die ganzen Bomber. Nächste Welle, glaube ich. Also wir sind eigentlich gut vorbereitet gewesen. Auch mit Dicke. So, ich muss ihn mal jetzt ein bisschen zurückhalten. Ich hab nicht mehr so viel Leben. Auch mit Dicke. Auch mit Dicke, ja, eigentlich schon. Da hast du wieder was. Was? Achso, Dankeschön. So, guck mal, noch 6 Sekunden. Hier ist, glaube ich, gar nichts kaputt gegangen, großartig, oder? Nö. Klar. Was denn? Mann, ja. So. So, Norden passt perfekt. Da ist natürlich auch schon schön verteidigt. Im Norden vor. Ja, sieht schon gut aus. So, wird hier noch eine Base gebaut und den. So, von wo kommen sie? Kommen sie nur von. Ne, von oben kommen sie auch, okay. Alles klar. So. Meinen wir können anfangen? Ja, los, Attacke! Oh, Bomber! Ah, jetzt kommt natürlich, jetzt wo ich keine Wasserwaffe mehr ausgerüstet habe. Hey, unsere Festung wird beschädigt. So, die Bomber Hauptziel. Bomber sind das Hauptziel. Obwohl mich natürlich interessieren würde, ob dieser Fallengang funktioniert, ne? Hört ihr mich noch? Ja, ich höre dich noch. Ja. Alles gut, Charocke? Ja, ja. Was? Alles gut, ja. Ja, ich hab doch hier. Das mit der Lava sieht auch geil aus. Guck mal, ich tu meinen Bär irgendwie Night Cheaten nach unten. Ja, machen wir es doch mal ganz einfach und machen nur die Sprengköpfe kaputt, dann ist er auch schon. Ja, so bitte, dass wir Spaß haben. Ja. Ja, das stimmt. Machst du mal den Dings da kaputt, ansonsten gehe ich unten rein mit der Nahkampfwaffe. Nein. Okay. Könnten noch immer. So, der kommt mal rein hier. Ich habe hier ein paar Fallen für euch, die warten schon. Au. Oh, da ist irgendwo Alarm. Ja, bei mir ist gerade vorbeigefahren.
So, Digga, weg hier. Du wirst nichts mehr. Da ist irgendwo ein Loch drin, was explodiert hier. Ja, ist nicht so schlimm. Alles gut. Ah, der hat irgendwie Timeout oder so. Okay. Wo ist hier ein Loch drin? Hier ist alles gut, hier ist noch alles heile. Nee, es wird zum Loch. Ach so. Ach, hier, ja, ist ein bisschen, hier ist ein bisschen was kaputt, ja. Okay. Ja, ich kann nicht schnell einbrechen. Ja, stimmt. So, ich repariere auch noch ein bisschen mit. Ich hab hier, wenn es geht, so weit wie möglich. Ja, hier hinten ein paar Schleuderer. Aha. Ja, mach ich mal kurz. Ein Putsch. Gerade war da hier noch irgendwo einer. Hat der ist runtergefallen, alles klar. Ja, ja, alles okay. Jo, so, weg mit dir, du. Hier gibt's auch rostige Mechanikteile. Oh Gott. Ja, ja, ja. Achtung, da kommt wieder ein Explodierkessel, lebt los. Oh, ja, ich seh's. Ja, ich wollte jetzt mal nicht drauf schießen, weil es kann passieren, dass ich die Explosion provoziere. Ja. Ja. Weißt du, was nicht ganz klappt, Scharocke? Mhm. Oh, hier ist was kaputt gegangen jetzt. Ja, ist okay. Alles gut. Was denn? Hier vorne laufen sie nicht in die Seite rein. Die Schweine. Ja, ist egal, wenn sie ja im Mittelgang, dann müssen wir halt. Das ist, denke ich, auch egal. Oh, jetzt wird's. Ja, das Reparieren, das mache ich dann nachher. Hier ist auch ein Bomber. Ja, ist okay. Oh, ich bin tot. Huch. Oh, danke. So, ich versuche mal ein bisschen was zu reparieren, weil so viel Schaden mache ich ja mit meinen Kollegen doch nicht. Erreicht? Ja, das reicht. Ja, müsste eigentlich alles repariert sein. Dass hier vorne was kaputt ist, ist halt kaputt, ne? Auch das Verteidigung lebt doch ganz gut. Denke ich auch. Ja. Pass auf, wo diese Höhlenwesen landet! Oh, hier kommt ein Komet runter. Hab ich schon zwei, drei gesehen jetzt gerade. Na, die sind auch böse. Oder können böse werden. Oh, voll daneben. Ihr blöden Höhen! Oh, da habe ich keine Chance im Nahkampf. Willst du gewonnen auf die Blöde sind? So, das weiß ich. Ihr seid hier nicht willkommen. Na, hast du gehört? Ihr seid hier nicht willkommen. Ja. Oh, der wirft. Okay, der wirft voll rein. Hat er getroffen? Ja, er hat ein bisschen getroffen. Ich repariere aber schon wieder. Oh, jetzt geht's kaputt. Okay. Hier ist eine Wand eingestürzt. Ja, alles gut, Festung. Die Lage hat sich beruhigt. Eine weitere Welle. So, Osten. Nee, das hält sich in Grenzen, was hier kaputt gegangen ist. Da bin ich ganz zufrieden. Da drüben. Da bin ich ganz zufrieden. Oder habe ich auch Glück, war mit dem Bauen? Ja. Oh, hier ist ja was nicht. Achso, das konnte ich ja nicht aufwerten, stimmt ja. Da war ich ja außerhalb der Reichweite. Werde ich doch mal Base bauen? Nein, ist nicht unmöglich. Klar. So, diesmal baue ich sie direkt hier unten auf. So, was haben wir für Gegner? Feuer! Oh, da passt ja. Habe ich auch was. Ach, 130 Gegner, das geht ja schnell. Sollte. Oh, da kommt wieder ein Komet, oder was ist das? Ja. Ah, nee. So eine Rakete oder so ist das, glaube ich. Ah ne, das war von meinem Köder. Sorry. Oh, ich bin echt tot. Oh, heilen. Oh, einer. Doppel hält besser. Ja, 24 noch und dann haben wir's. Gewonnen! Cool, und das relativ mit geringen Verlusten. Da vorne ist ein bisschen was kaputt, naja. Ja, mein Gott, ne? Das schadet ja nun nicht. Sehr nice.
Sehr, sehr schick. Scharocke mit seinen euren Raketenwerfer. Hast du gar nichts anderes genommen, wa? Ja. Hast die ganze Runde mit Raketenwerfer gespielt, wa? Ja. Die sind ja auch stark, da kann man ja auch nichts gegen sagen. Ja, wieder, der lässt ja den bleibenden Schaden, das ist schon ganz gut. Ja, gerade der mit seiner Feuerwand da, also mit seinem Feuerteppich. Also man sieht's doch, das ist sehr effektiv, ne, zum Ausräuchern. Aber Kosten, ja? Ja, die Kosten, deswegen habe ich mich auch schon immer in der Ruin gesetzt von Aber es ist alles nur wieder im grünen Bereich. Ja. Ich habe da ein bisschen nie aufgepasst. Was, nur 6000? Ja. Mehr nicht? Was? 6000, ja. Na, hey, nix, P. Ja, das ist klar, das pusht erst wieder hoch. Das ist klar, am Anfang ist es noch nicht. Okay. Halte das Tor Phase 13 eigentlich fertig. Kann ich gerade nicht öffnen? Doch jetzt. 50 V-Bucks. Und ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob der Fähigkeitsschaden. Nee, das hätte wenn ja als wenn die bleiben nicht schaden lässt. Was? Nee, das hätte nicht zu, ne? Ist ja Waffenschaden. Halte das Tor, ja, das ist okay. Ernsthaft? Sherrock? Ja, bitte. Sturmschiffverteidigung 2 im Twin Peaks ist frei. Ja, kann man machen. Das ist ja doof. Was, kannst du gleich durchziehen oder was? Kannst du auch gleich durchziehen. Wenn man das möchte. Mhm. Das ist ja doof. Also da bin ich echt kein Freund von. Ich habe gedacht, das ist im Brutal so, weil sie da jetzt die neuen Aufträge reingehauen haben, aber in Twin Peaks geht's ja anscheinend auch. Na, das ist ja doof. Na, dann rate ich doch lieber meine Nebenaufträge ein bisschen runter, bis da nachher nur noch Sturmschiffverteidigung 2 da steht. Oder so, keine Ahnung, oder so ähnlich. Das ist ja doof, also mal ganz ehrlich. Dass man die jetzt auch so durchrattern kann. Na gut, muss ja trotzdem schaffen erstmal, aber trotzdem. Ne? Ja. Was nehme ich denn jetzt? Rucksackgröße oder eine neue Einheit? Ach, ich nehme eine neue Einheit. So, na guti. Das war Sturmschirmverteidigung 1 in Twin Peaks. Und wir müssen mal schauen, wie wir das machen mit der, quasi mit der zweiten Verteidigung, wann wir die machen. Man könnte ja theoretisch nach einem Level gehen. Das heißt, man müsste, ich glaube, bei der zweiten ist 76, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, das nächste wäre 76. Nur kannst du schon was machen. Ein Level fehlt mir noch. Okay, alles klar. was ist denn danach das nächste? Was haben wir denn als nächstes? 82. Was kommt danach? Haben wir hier noch irgendwas? Bestimmt nee. 86 oder sowas, ja? Oder? 88? Nee, könnte schon ein größerer Sprung sein, denke ich. Könnte vielleicht 88 sein oder so. Ja. Ey, wollen wir repariere Schutzbunker machen? 82er Zone, 4 Mann? auf jeden Fall gibt es hier die legendären Vorteilsachen. Das sehe ich schon mal. Das ist schon ganz, ganz nice. Na guti, denn sehen wir uns wieder in den normalen Folgen und dann irgendwann in der Sturmschiffverteidigung 2. Und bis dahin, habt euch wohl, macht's guti, tschüss. Ciao.